Du hast nicht aufgenommen, ne? Ja, ich weiß, super. Nein! Jawohl, Elli! Oh, das ist natürlich gut. Frauen und Technik, kann das bitte in das Band später rein? Ja, jetzt läuft's ja. Okay, sorry. Okay. Nochmal? Ja, auf. Okay. Ostrik Heckmann, heute mit der U20-Nationalmannschaft den 5. Platz erreicht, das beste Ergebnis für den DBB seit mehreren Jahrzehnten. Was ist deine persönliche Einschätzung dieser EM? Es war einfach nur super. Es war wirklich toll, mit dem Team zu spielen. Ich glaube, dass das der Höhepunkt von unseren ganzen Karrieren ist. Vielleicht von Nils nicht, aber von den anderen schon. Sowas hat bisher noch keiner erreicht. Und ich denke, dass wir das uns über den Sommer richtig hart erarbeitet haben. Wir gut als Team eingespielt waren und somit das für jeden eine super Sache hier war. Du hast schon in vielen Jugendnationalmannschaften gespielt, bist die durchlaufen. Was hat diese Mannschaft? Entschuldigung. Ja. Was hat diese Mannschaft so besonders gemacht, außer Kramer? Ja, wir haben super gut als Team zusammengespielt. Wir haben uns alle auf dem Court und neben dem Court wirklich gut verstanden. Und auch die Staff war super. Und ich denke, so nur, dass da alles gepasst hat und wir deshalb so eine gute Leistung abrufen konnten. Du hast in der letzten Saison NBBL und Pro B gespielt. Was sind die Unterschiede zu dem Niveau, das du und viele deiner Teamkollegen aus dem Liga-Alltag kennst und dem Niveau hier? Danke, Dennis. Ja, also es wird viel schneller und körperlicher gespielt. Also die Spieler sind alle viel athletischer, können höher springen, schneller rennen. Was machst du denn da für einen Schein? Und haben alle einen höheren Basketball-IQ. Von daher ist es viel schwieriger, auf dem Niveau seine Stärken zu nutzen, aber auch so zu spielen, wie man in der NBA spielt. Das ist fast unmöglich. Von daher denke ich, dass ich gucke nur zu. Es wirklich große Unterschiede waren zu NBL. Und ich schätze auch zur Pro B, da, wie gesagt, die Leute mit viel mehr Basketball-IQ gespielt haben und es auch wirklich körperlich betonter war. Und du gehst nach deinem wohlverdienten Urlaub in die USA, spielst am Boston College. Inwieweit war die Europameisterschaft und das höhere Niveau hier jetzt auch eine gute Vorbereitung für die Herausforderungen, die da kommen werden für dich? Go San Diego! Go Boston College! Naja, also wie gesagt, es wurde schon mal körperlicher gespielt und noch schneller. Und ich schätze, dass es in Amerika nochmal auf einem höheren Level gespielt wird. Von daher denke ich, dass ich mich da jetzt schon ein bisschen besser anpassen konnte an das Level. Es wird natürlich nochmal ein großer Schritt sein, jetzt nach Amerika zu gehen. Aber ich hoffe, dass mir das jetzt dabei helfen wird, dass ich hier die EM gespielt habe. Okay. Vielen Dank. Bitte schön. Was hast du eigentlich die ganze Zeit immer gemacht? Das willst du gar nicht.